So, hallo Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ender Games. Wir spielen heute das Kit Enterhaken, das im Voting gewonnen hat. Neues Voting in der Beschreibung natürlich, wie immer. Es hat ganz knapp vor dem Zielsucher gewonnen. Okay, ganz knapp, 5% in etwa vom Voting. Aber es haben richtig viele Leute abgestimmt und das finde ich schon mal cool. Danke dafür. Ich werde gleich mal erklären, was das Kit kann. Ich muss nur ganz kurz gucken, dass ich ein paar Kisten bekomme. Ich werde mich mal da hinten... Oh, da war eine Kiste oben drauf. Ja. Die hätte ich mir holen können. Oh, vielleicht kriege ich die sogar. Die hier. Guck mal. Jawohl, habe ich sogar. Nice. Gut. Was das Enterhaken-Kit kann, ist es so ähnlich wie das Grappler-Kit aus HG. Und ich glaube, ein bisschen schwächer. Also, ihr seht... Geht das hier nicht? Ah doch, ja, geht. Man kann sich im Terrain fortbewegen, indem man sich zu Blöcken zieht. Und das geht, indem man die Angel auswirft und sich hinzieht. Das geht, glaube ich, auf Blättern nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Doch, geht sogar. Okay, alles klar. Weil gerade sah das irgendwie so aus, sollte das nicht funktionieren. So, ich hole mir noch die Kiste hier. Dann bin ich eigentlich... Okay, die ist schon leer. Ja, dann bin ich eigentlich eh schon bereit. Ich habe genug Dias. Ich kann Eisen und ein bisschen was mit Gold machen. Man startet damit keine Rüstung. Ich finde, das Kit ist nicht so sonderlich stark, aber ich kann verstehen, warum ihr es sehen wolltet, weil ihr sicher sehen wollt, wie ich es einsetze. Ich selbst spiele es gerade zum ersten Mal, also mal schauen, wie es läuft. Ich kann mir auf jeden Fall genug Zeug craften, also equipmentmäßig bin ich gut dabei, muss ich zugeben. So, hole ich mir noch das Ding hier. So, und dann nehme ich mir noch das. Zack, und auf geht's. Ja, hinter mir sind jetzt gleich ein paar Leute, ne? Einer war hier. Okay, nur einer. Dann hole ich mich direkt an den dran. Ah, werfen wir die Angel aus. Ne, Moment. So. Okay, der hat einen Speed Potion. Aber wir haben ihn, alles klar. Oh, was machst du denn hier? Ah, interessant. Gut, der Kampf war eigentlich ganz schön knapp, muss ich zugeben. Die Speed Potion, die ist schon stark. Die sollte man nicht unterschätzen. Das ist auch meine erste Runde heute, also... Ich bin gerade aufgestanden. Vielleicht sieht man es mir auch an. Sorry. Ich werde mir nochmal ganz kurz was craften, und zwar eine Eisenhose und Eisenschuhe und einen Goldhelm. So, dann habe ich die perfekte Ausrüstung für den Anfang. Oh, ich hätte mir eine Dierhose machen können. Egal, machen wir das noch schnell. So, komm her. Eisen verschwendet, aber brauchen wir eh nicht mehr. Also, vom Equip her sind wir echt richtig gut bedient, muss ich zugeben. Bisschen Essen hier noch. Obwohl, ich könnte mir Brot machen. Checken wir nochmal ganz kurz. Eh, alles safe, jawohl. So. 5 Brote. Ups. Wurden wir geportet, okay. Da hinten sind auf jeden Fall Menschen. Mal schauen. Ich will mich da mal hinziehen. So. Ah, kann ich mich zu ihm ziehen? Vielleicht. Jawohl. Und da ist er down. Sehr schön. Boah, das ist gut funktioniert mit dem Kit, muss ich zugeben. Dass ich mich dazu hinziehe und ihm immer wieder ein paar Hits gebe, wenn er im Wasser ist. Ich muss mir hier kurz aussortieren, was ich hier nicht brauchen könnte. Den Bogen nehme ich mal und tun wir das auf die 4. Ja, das ist alles so komisch zu sortieren, wenn man das Kit hier spielt. Weil ich halt nicht weiß, wie ich es genau einsetzen will. Und dann ist mein Inventar so komisch sortiert. Aber es geht schon klar. Oh, das ist ein Ungeheuer. Nee, ein Link. Kein Ungeheuer. Aber der hat noch nicht viele Herzen jetzt. Und ich habe richtig viel Equip schon. Also, sieht's nicht so rosig für den Typen hier aus, für den armen Link. So, wir wurden geportet. Da ist ein böser Hund. Warum ist hier ein böser Hund? Wir ziehen uns mal hier oben rauf. Das ist auch was ganz Praktisches an dem Kit. Ich kann mich hier oben hochziehen. Und ich mag es ja nicht so gerne, im Wald zu kämpfen. So, wo haben wir denn jetzt hier jemanden? Hier ist irgendwo jemand. 19 Blöcke. Da unten. So, wir jumpen hier auf ihn drauf und dann haben wir ihn. Sehr schön. 66 Blöcke. Die Heal Potions hätte ich ganz gerne. Jawohl. Noch irgendwas? Das Gold eigentlich. Ich habe so viel Gold schon liegen lassen. Jetzt habe ich wenigstens einen Slot dafür. So. Gehen wir mal wieder hier hoch. Also das Kit hat echt eine gute Mobility. Känguru ist zwar um einiges stärker, was das betrifft, aber... Das Kit ist auf jeden Fall nicht schlecht, muss ich zugeben. Ich hätte es mir schlechter vorgestellt. Aber die Bewertung kommt ja am Ende. Wobei ich aus einer Runde halt nicht so viel schließen kann. Nein, ich habe meine Pfeile weggeworfen. Egal. Jetzt ist es zu spät für alles. Jetzt habe ich verkackt. Hallo, Kiste. Oh, danke schön. Ich habe mein Gold auch weggeworfen. Fällt mir gerade auf. Okay. Oh, manchmal backt man hier aber ein bisschen zurück, ne? Werfen wir die Enderperle mal direkt hinterher. Zack. Oh, er wurde... Okay. Ja, er ist tot. Boah.
Das war richtig knapp. Ich dachte, wir kriegen den jetzt nicht und der portet sich wieder weg, aber hat alles so geklappt, wie ich es wollte. Was hat er denn hier? Instant Damage Potion, bisschen Gold. Eine Poison Pot, sehr gut. Sonst brauche ich davon eigentlich eh nichts mehr. Die Poison Pot nehme ich mir mal mit. Die kann in manchen Fällen sehr entscheidend sein. Die Dias nehme ich mal nicht mit. Ich bin eigentlich relativ gut ausgerüstet. Viele von euch schreiben mir, ich lasse so viel Zeug liegen. Ich weiß, aber ich habe keinen Bock, mich in den ganzen Müll zu stellen, mein Inventar die ganze Zeit zu sortieren. Und ich werde mein Inventar nicht unsortiert lassen. Ich muss das immer sortiert haben. Ich bin so ein kleiner Fanatiker, was das betrifft. Ich weiß nicht, ob ich mich porten soll. Ich werde es einfach mal machen. Das sind zwei Leute. Haben die gekämpft? Ich weiß es nicht. 103 Blöcke. Wow, okay. Das ist nicht so nah dran, wie ich es mir erhofft hatte. Aber naja. Wir nehmen uns den restlichen Weg hier als Fußmarsch vor. Wo sind die denn? 48 Blöcke. Gehen wir wieder hier hoch. Da vorne ist einer. Wo ist er hin? Er ist weggelaufen. Da vorne läuft er. Okay. Scheint ein Känguru zu sein. Bin auf jeden Fall recht schnell, muss ich zugeben. Er ist voll verzaubert, das könnte gefährlich werden. Oh, wir wurden getauscht. Nee, bleib hier. Ich habe keine Dings mehr, oh Gott. Okay, pass mal auf. Okay, hat einen Goldapfel gegessen. Ich habe keine Pfeile mehr, das war mein Problem gerade. Ich dachte, ich kann mit den Pfeilen kämpfen, aber ich habe keine mehr. Er hat einen Goldapfel drin, da muss ich vorsichtig sein. Er kriegt Schaden, wann kriegt er Schaden? Er kriegt doch irgendetwas Schaden. Hat er sich selbst vergiftet? Nee, der andere hat ihn vergiftet. Die haben sich gegenseitig vergiftet, irgendwie. Jawohl, den haben wir. Okay. Ja, er kriegt immer noch Poison Damage. Der ist richtig low, glaube ich. Nee, er ist noch nicht so low. Er kann noch springen. Okay. Enderperle kann ich auch. Wow, da wurden wir wieder getauscht. Komm, ja, wollte ich haben ihn. Sehr gut. Puh, das war chaotisch, aber wir haben gewonnen. Boah. Aber ich hänge natürlich noch eine Runde dran. Die war nämlich relativ kurz. Und viele von euch wollen immer längere Runden und da habe ich kein Problem mit. Also würde ich sagen, sehen wir uns in der zweiten Runde gleich als Enterhaken. So, da sind wir in der nächsten Runde. Wir spielen jetzt in der Anschlussrunde natürlich wieder das Kit Enterhaken. Und wir sind diesmal auf einer Plains-Map, weil ich mir dachte, dass die Lianen im Swamplands das Kit ziemlich schwächen. Also sprich, dass man ein bisschen immer hängen bleibt. Und jetzt hoffen wir mal, dass das jetzt besser läuft. Dass ich gleich ein bisschen Equipment in der Startkiste kriege. Das wäre wunderbar. Come on. Come on. Zwei Eisen. Die habe ich nicht mal bekommen. Aber ich habe den Goldapfel. Das ist gut. Das ist gut. Goldapfel ist auch fein. So. Nein. Oh Gott. Ah. Nein, ich habe wieder nichts bekommen. Ey, ich bin zu langsam. Nein. Ich habe den Dia. Okay, immerhin. Da ist noch eine Kiste gespawnt. Nein! Hab das Gold. Ich hab den Dia nicht bekommen. Oh mein Gott. Nein! Ich hab mich zurückgekriegt. Oh mein Gott, der Fails. Okay, also wir müssen auch immer aufpassen, wo das Ding liegt. Eine Schmiede gab's hier auch, verdammt. Oh, das sah gerade mega episch aus. Oh, wie geil war das denn? Oh, leck. Okay, so langsam kriege ich, glaube ich, den Dreh raus. Es ist aber echt nicht so leicht mit diesem Kit. Es ist halt etwas ganz anderes. Und vor allem die Physik von der Angel. Also, dass die so länger braucht, um auszuwerfen. Das ist richtig komisch, damit zu spielen, weil man sich da voll dran gewöhnen muss. Also sprich, dass das halt länger ist, als wie zum Beispiel, wenn man einen Schneeball wirft. Wenn man das halt nicht gewöhnt ist, dann ist das so ein bisschen seltsam. Okay, hier ist niemand, wie es aussieht. Noch keine Kiste, keine einzige. Ich sollte mir Holz holen. Ich habe aber auch keine Dias, das ist halt das Problem. Ich hoffe, dass hier kein Gegner in der Nähe ist. 68 Blöcke, ja, das geht eigentlich ganz klar. So, machen wir das mal so. So, craften wir mal ganz kurz. Ah, nice Schwert, so. Perfekt, eine Goldhose geht sich auch noch aus. Wunderbar. So. Kann mir noch hier von ein bisschen gönnen. Und ich tue mir das Ding jetzt direkt auf die 4, damit ich das dann nachher beim Bogen nicht wechseln muss und nicht dann umgewinnen muss. Das ist, glaube ich, das Schlauste. Das soll ich mir auf die 3 tun. So, ich könnte jetzt hier verzaubern, will ich aber nicht. Ich hole mir anstattdessen lieber die Kiste da vorne. Komm. Hä? Okay, Dias. Wir sind wieder beim Dorf. Aber hier ist 100% jemand, der die Schmiede gelootet hat, oder?
Hast du das Dorf dominiert, Freundchen? Komm, jawohl, Überraschungsmoment. Und der Typ hatte ein liebes, nettes Schwertchen. Mal kurz gucken, ein Dierschwert. Da ist es. Der hatte auch Obsidian, also ich denke, der hat die Schmiede gelootet. Beziehungsweise hat der den gekillt, der die Schmiede gelootet hat. Eins von beiden halt. Da vorne ist ein Typ. Der ist aber recht gut ausgerüstet. Aber wir haben den Überraschungsmoment. Oh, da hat er gar nicht mitgerechnet. Da hat er gar nicht mitgerechnet. Also für einen Überraschungsmoment ist das Kit echt richtig cool. Jetzt grapple ich mich mal da hoch, oder? Ich grapple mich darüber. Was heißt grappeln? Das ist Enterhaken hier. Die Enterhaken-Action. Machen wir mal hier. Ich weiß, Schuhe sind eigentlich besser, aber ich habe auch kein Gold, deswegen lohnt sich das nicht. Werfen wir das halt alles hier raus. Brauche ich nicht. Gott, ich habe so viel Crap wieder im Inventar. Das ist auf die 9, das ist auf die 7, das kommt alles raus. Ich wurde geportet, aber alles gut, keiner in der Nähe. Was ist hier denn passiert? Das sieht aber interessant aus. So, tun wir das mal weg alles. Ganzen Crap im Inventar, ist ja furchtbar. So, auf geht's. Ah, oh, ich habe 8 Dias. Upsi. Hat keiner gesehen, dass ich die 8 Dias übersehen habe. Ich glaube, Schuhe und Helm wären sogar besser gewesen als die Chestplate, aber egal. Ich denke mir halt YOLO. Man lebt ja nur einmal in der Runde hier. So, also das bisschen Essen tue ich mir mal jetzt lieber dahin. Wenn ich meinen Tag gleich mal richtig sortiert habe, wobei ich tue es mir auf die 6. Habe ich es lieber. So, da haben wir oder Enchantment Table. Der Enchantment Table. So. Mal das Schwert verzaubern. Sharpness, sehr schön. Und die Kiste hier noch looten. Wäre eine Idee. Instant Health Potion, jawohl. Das Eisen nehme ich auch nochmal mit. Und den Pumpkin Pie hau ich mir direkt rein. Ja, der hat ganz gut geschmeckt. Aber der von Oma ist besser. Oh, es leckt gerade. Aua. 28 Blöcke. Oh, ah! Hallo? Kommen Server, please. Okay. Wir verfolgen den mal. Der Überraschungsmoment. Mit dem Kit ist es echt stark. Was zum Teufel mache ich hier unten jetzt? Ich sollte hier aber rauskommen eigentlich. Oder? Jawohl. Eine Etage höher. Er lässt sich fallen, okay. Er hat Fallschaden bekommen, ich nicht. Eindeutiger Vorteil für mich, sehr gut. So, ganze Rüstung hier raus. Es ist richtig dunkel für euch, das tut mir leid. Ich werde das, glaube ich, in der Nachbearbeitung ein bisschen heller machen. Wenn ich es nicht vergesse. Betet zu Gott, dass ich es nicht vergesse. Aber ihr werdet es eh schon gesehen haben, ob es heller ist oder nicht. Aber ich selbst sehe hier gerade auch gar nichts. Es ist echt richtig duster. Richtig duster. So, pass mal auf. Ich werde mich hier mit einer Enderperle rausporten, glaube ich. Weil mir das sonst zu doof ist, dass ich hier die ganze Zeit unten bin. Oh, oder auch nicht, okay. Weil jetzt wird wieder jemand anders dort sein und der wird nicht rauskommen und... Es wird die ganze Zeit so weitergehen, der ewige Kreislauf des, ich werde es in die Schlucht geportet. Ding, was? Egal. Ich rede nur Quatsch. So viel Crap hier in meinem Inventar, was ist das denn? Mein Gott. Die Kiste hätte ich noch ganz gerne. Und dann mache ich mich auf die Jagd. Auf die Nagd, wollte ich schon sagen, Alter. Was ist los bei mir heute? Ich bin noch nicht so im Sprechfluss drinnen. Ich muss erstmal aufwachen hier. Mein Kopf muss wach werden. So, dann machen wir jetzt noch eine Eisenhose und dann... Sind wir wunderbar bedient, muss ich mal behaupten. Bogen haben wir leider noch keinen. Ich hätte mir aber schon lange einen machen können. Einfach aus dem Grund, weil ich... Was liegen denn hier für Sachen rum? Einfach aus dem Grund, weil ich... Cobwebs hatte. Und die kann man zerschlagen zu Strings. Und Sticks habe ich ja sowieso. Aber daran habe ich nicht gedacht bisher. Fragt mich nicht, wieso. So. Wir sind aber echt gut ausgerüstet. Also hier bin ich richtig viele Heal Potions. Starke Rüstung eigentlich. Ich denke, dass ich das alles gut verwenden kann. Der Typ ist in der Schlucht. Aua. Der Typ ist in der Schlucht. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Ist es der letzte außerdem? So viele Fragen. Wie kommen wir da runter? Zum Gnadengnom. Hier ist die Schlucht, ne? Ja, genau. Nein, jetzt bin ich wieder ganz weit weg. Nein. Aber kein Problem. Wir machen das schon. So, holen wir uns die Kiste hier noch. Jawohl. Eisen. Ja, Eisen brauche ich nicht. Ich hätte gerne noch mehr Dias. Wie viel habe ich denn? 3. Mit 3 Dias werde ich nicht so viel anfangen können. Oh, ich habe einen Speedblock gesehen. Jawohl. Damit sind wir natürlich immer einiges schneller bei unserem Gegner.
Noch mehr Eisen, jawohl. Ich kann mir bald einen Amboss craften, obwohl ich keine Level habe. Läuft bei mir. So, mal schauen. Da hinten müsste der irgendwo sein. Ich werde jetzt den Enterhack nicht benutzen, weil ich mit Speed schneller bin, als ich das Ding auswerfen kann. Also hier. Es lohnt sich nicht, wie ihr gesehen habt. Oh, ich bin vorbeigelaufen. Ach, der ist ja in der Schlucht unten drin, ne? Aber es sollten noch ein paar mehr sein. Da haben, glaube ich, zwei in der Schlucht gekämpft, kann das sein? Ich muss da jetzt runter. Das ist aber nicht der Eingang zur Schlucht. Der Eingang zur Schlucht war hier vorne irgendwo. Jetzt bin ich wieder weg. Nein! Ich will doch nur in diese Schlucht. Oh mein Gott. Lass mich doch jetzt hier mal. So, da hinüber. Alles klar. Jetzt aber. Jetzt werde ich nicht geportet. Jetzt geht sich das alles feinsauberlich aus. Und ich kann mit dem Enterhaken sogar gerade hinunter, ohne Schaden zu bekommen, denke ich. Sollte alles wunderbar laufen. So, und ich muss jetzt wohin? Da hinüber, ne? Jawohl. Zack. Nee. Oh Gott. So. Oh mein Gott, ich dachte, ich sterbe jetzt. Aber ich habe überlebt. Oh, hi there. Für den nehme ich mir mal den Goldapfel, glaube ich. Jetzt bin ich mir überlegen, wie ich da hochkomme am besten. Ich schätze mal so. Nee, der ist nix. Was ist hier, wenn ich mich jetzt pull? Ich habe mich zu mir selbst gepullt, okay. Komm! Jawohl, wir haben die Überhand des Kampfes. Ja! Und wir haben es für uns entschieden. Sehr schön. Okay, Full Gear ist es zwar noch nicht, aber wir sind gut dabei. Der Typ war Schinken, oh Gott. Aber Schinken wurde genervt, das haben mir richtig viele von euch in die Kommentare geschrieben nach der letzten Folge. Danke für die Info auf jeden Fall. Das wusste ich halt echt nicht. Aber ich habe nicht immer die Zeit, mich in alle Kids einzulesen. So, ich mache mir mal noch mehr Goldäpfel. Dann bin ich echt gut dabei. Muss ich schon zugeben. So, jetzt will ich hier nach oben. Bitte, Dankeschön. Einmal und dann nochmal hier nach oben. Nee, nicht so. Ich vielleicht hier darauf. Das sollte gehen. Nee. Ja? Nein. Ich spiele mich jetzt so lange, bis ich hier hochkomme. Come on. Ja, und jetzt nach hinten und... Warum hast du dich nicht nach oben gezogen? Enterhaken, please. Komm jetzt. Yes, ich bin der Boss. Ich bin der Meister des Enterhakens, meine Freunde. Der Meister. Wo ist der andere Typ jetzt, ist die Frage. Hier vorne irgendwo. Nein, der ist unter mir. Er ist ganz unten. Er ist in der Schlucht. Oh nein. Aber Moment, ich werde gleich geportet. Risiko, okay? Come on. Ich gehe jetzt auf Risiko, die ganze Zeit. Ich werde gleich geportet, hundertprozentig. Come on, port mich. Nein, es war... Nein, es war so knapp, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie komme ich hier nur jemals wieder raus? Oh mein Gott. Es muss irgendetwas geben, was einen zum Spawn portet. Der Typ ist hier so tief in die Höhle reingelaufen, hier findet niemand mehr raus. Oh mein Gott. Das erinnert mich gerade an die Minecraft-Folgen von Gronkh, wo er so lange unter der Erde war, dass er sich in seinen eigenen Höhlen 10-mal verlaufen hat und dann nie rausgekommen ist. Es waren immer 20 Folgen am Stück, wo er einfach nicht wusste, wo er hin soll. Und ich habe auch nichts, womit ich... Okay, ich habe den Enterhaken. Wirf den da doch durch jetzt hier, hallo. So, da rein. Ey, du sollst das da reinwerfen. Ich komme da aber auch nicht raus, ne? Keine Chance. Ey. Es ist des Todes, dieses Game. Es ist des Todes. Werden wir in Endergames mal wieder ins Deathmatch kommen? What's up? Wo ist er jetzt hier? Hat er sich runtergegraben? Nee, oder? 42 Blöcke. Ich habe aber nichts, womit ich graben kann oder so. Deswegen muss ich ja raus. Ist ja das Schlimme. Er ist oben! Er ist oben! Er ist oben! Habt ihr das gesehen? Er ist oben! Er ist oben! Er ist oben! Oh, ich habe ihn runtergeboostet. LOL. Stirb! Das ist nicht der, das ist ein anderer.
Nein! Nein, wo ist der andere? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin am Arsch. Nein. Nein, es ist noch ein anderer hier irgendwo. Oh, come on. So ein bisschen das Zeug wegwerfen. Kann ich das eigentlich auch als Enterhaken benutzen, die andere Angel? Und jetzt zuckt mein Ohr. Ah, so. Kann ich das auch als Enterhaken benutzen? Nee, na. Doch! Ha! OP. Das ist ein Mineshaft. Das wird so eine Minen-Erforschungstour hier. Ohne Scheiß, Leute. Ich sag's euch. Das wird das Schlimmste, was ihr jemals gesehen habt. Okay, er gammelt hier bei Lava rum. Läuft bei ihm. Machen wir die Lava mal weg. Und ich will jetzt bitte hier raus. Bitte. Ich will hier keine Diamanten suchen. Ich bin immer gefangen in der Höhle. Ich mache mir jetzt hier eine Spitzhacke. Pass mal auf. Und zwar eine Dia-Spitzhacke direkt. So. Mir egal, was ich mir darum hätte craften können. Ich will hier einfach nur raus. So. Auch nach oben. So, meine Cobblestones. Das hat Gronkh nie gemacht in seinen Minecraft-Folgen. Der ist immer durch den normalen Ausgang wieder rausgelaufen. Aber ich will ja hier keine 1000 Folgen Endergames machen. Aber naja, schauen wir mal. Ich will hier einfach nur raus, das ist das, was zählt jetzt. Ich frage mich, ob der Typ eine Spitzhacke hat und ob der jetzt dann so dreist sein wird, dass er sich wieder nach unten baut, wenn ich jetzt mittendrin geportet werde. Oh Gott, das wäre so furchtbar. Bitte lass mich einfach nur nach draußen. Ich kann es nicht mehr sehen, es ist zu dunkel. Oh, ich weiß aber, wo er ist. Ich weiß, wo er ist. Nur es ist sau weit weg von da, wo ich war. Ach, come on. Was ist denn mit diesem Typ? Ich wette, er hat gar nichts. Ich wette, er hat einfach nichts. Oh, Cobblestone brauche ich aber nicht jetzt hier. Okay, pass mal auf. Ich werde mich jetzt rausporten. Okay. Enterhaken. Okay, alles safe. Kompass. In die Richtung. So, dann porte ich mal. Wo ist er? 63 Blöcke. Hier unten. Wir kommen der ganzen Sache einen Schritt näher. Bitte. Ich will ihn einfach nur noch töten. Come on. Ich trau mich halt einfach wetten, der hat gar nichts. Okay, wo ist er? Hier irgendwo. Stirb! Sag nicht, der ist high, sag nicht, der ist high. Aber er hittet nicht mit dem Schwert. Oh, er war high. Oh mein Gott, dieses Spiel. Da habt ihr eine lange Runde. Oh mein Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man sich so lange verstecken? Gnadengnom, du bist ein böser, böser Mensch. Okay. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Das Kit ist an sich sehr stark, finde ich. Wenn man es gut einsetzen kann, aber kann ich nicht. Es ist so ein Kit, ich sag mal so, es ist wie... Mit was kann ich es am besten vergleichen? Wie Ungeheuer. Wenn man es gut einsetzen kann, dann ist man gut damit. Aber es gibt weitaus stärkere Kits und ich finde zum Beispiel Wizards ist um einiges stärker als das Kit. Und ja, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder im nächsten Video. Haut rein. Tschüss.